Euch heute wie ihr mit einer langweiligen IKEA-Lampe diesen abgefahrenen Nachttisch bauen könnt. Dafür habe ich erstmal zwei Platten ausgeschnitten, welche später die Beine und auch Lampenhalterung werden sollen. Dann habe ich alles angezeichnet und den Radius der Lampe aufs Holz übertragen. Das Ganze habe ich mit der Stichsäge ausgeschnitten und natürlich direkt zweimal gemacht. Aus einem Bein habe ich dann mittig die Materialstärke ausgeschnitten und je einen Dübel in die Schnittkante gebohrt und diesen dann so auf das andere Bein übertragen, dass ich die Teile später mittig miteinander verleimen kann. Dann wurden die Teile plus die Tischplatte, die ihr gleich seht, ordentlich geschniffen und in einem schönen Lila lackiert. Jetzt mussten nur noch die Beine miteinander verleimt werden und zur Befestigung der Tischplatte habe ich einfach oben nochmal je einen Dübel in die Beine gemacht und diese dann auf die Unterseite der Tischplatte übertragen. Die Lampe konnte jetzt einfach in die Mitte gelegt werden und die Tischplatte kann dann mit den Dübeln einfach aufgesteckt werden. Fertig ist unser neuer Nachttisch mit integrierter Beleuchtung. Ich finde, das ist wirklich mal eine richtig gemütliche, praktische und stylische Lösung. Und auf dem Tisch hat man ordentlich Platz, da man ja keine Lampe draufstellen muss.